Hallo Leute, hier ist Nummer 67. Heute gibt ein neues Video von mir nach langem Zeit. Wie ihr wisst, war ich in der Türkei und in der Türkei konnte ich wirklich nicht so viel drehen. Oder besser gesagt, ich hatte keine Zeit zum YouTube, weil ich viel Zeit mit meiner Familie verbracht habe, hatte ich wirklich keine Zeit zum Drehen. Und heute zeige ich euch noch einen Türkei-Vlog, will ich euch noch einen Türkei-Vlog zeigen. Ich war in Çanakkale und in Bursa gewesen und ich will euch kleine Ausschnitte aus Çanakkale zeigen, wo ich überall war. Wenn ihr nicht wisst, was in Çanakkale ist, in Çanakkale war in der Zweite Weltkrieg, seit 1915, also ein Krieg gewesen. Und wir waren überall, wo dieser Krieg stattgefunden hat. Und in einem Museum waren wir auch. Aber ich habe, glaube ich, da nicht gefilmt, weil ich nicht da filmen konnte, weil das, glaube ich, verboten war, irgend sowas. Aber ja, ich habe aber Bilder davon. Wenn ich kann, zeige ich euch die Bilder von diesem Museum. Und im Bursa konnte ich nicht so viel drehen, weil am nächsten Tag ich zurückgeflogen bin. Und in Bursa waren wir auch nicht so viel, sind wir nicht so viel geblieben. Also ungefähr 3, 4 Stunden. Und ich konnte da wirklich nicht so vieles filmen. Aber so kleine Ausschnitte aus Bursa habe ich auch. Die werde ich auch hier reinschneiden. Dann könnt ihr das auch sehen. Und ja, dann sage ich mal, viel Spaß beim Zuschauen. Für ein Like und für ein Abo würde ich mich riesig freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Çekmek için şey basıyor. Önden Mehmet kırmızıya. Evet. Mehmet çekil. Önünden çekil Memo. Bakar mısınız ya, sanki gerçek yaşıyorlarmış gibi gözüküyorlar ya Rabbi ya. Ya kahramanlarımız işte, Türk askeri Çanakkale'yi ele vermedi. Düşmanı savruldular düşmanları. Nasıl gerçek gibi gözüküyor. İçeride gördüğü burası galiba hastaların kaldığı oda. Şöyle hastaların olduğu çadır. Böyle Kızılay. Şunlar hep hasta bak çadırları. Burada bir gazimiz var. Bir gazi komutanın askerimiz var. Evet.
Güzel, tam kapanıyor. Dayım şu an çok güzel, müthiş bir duygu ya. Gerçekten çok güzel. Yani insan duygulanıyor, gerçekten duygulanıyor. Bunlar da düşman. Bunlar da düşman. Bunlar bizim askerlerimiz. Bunlar da düşmanlar. Ve düşman gebermiş. Orada bir tanesi gebersin. Orada da üç tane böyle üst üste gebermişler. Allah'ın cezaları yoğunmuş. Burada da askerimiz şurada bomba atmaya hazırlanıyor. Şu ortada hemen tam bombaya atakımlar birebir canlandırılmış arkadaşlar. Burada da hemen pislik silahına sarılıp herhalde şehit etti askerimizi. Wieder kurz, und zwar war ich habe vergessen, was zu sagen. Ich war auch in Istanbul und ich habe auch ein paar kleine Ausschnitte aus Istanbul. Jetzt, also das war jetzt Çanakkale, jetzt kommt Istanbul. Tişörtü mü?
Şuradan mı şuraya çıkmışlar mıydı? Nereye çıktılardı askerler? Şöyle. FETÖ içleri. Bruder, du siehst gerade, hier so voll ist, ne? Du siehst, weißt du, ich hab... Ja, siehst du, gestern war nicht so mal so voll, gestern war nicht so voll. Leute, das war mein letzter Türkei-Vlog gewesen. Also ich habe nicht viel über... Also ich habe nicht mich gefilmt, sondern nur die Sichten, die ich so schön fand. Und das Ende, also mit dem Wasserfall und so, das Ende war in Bursa gewesen und das war richtig geil gewesen, Leute. Ich hoffe, ihr habt das, hat euch gefallen
Und für ein Like und ein Abo würde ich mich riesig freuen. Aber wenn ich nächstes Jahr wieder fliege, ich verspreche euch, dass ich mehr Vlogs drehen werde. Wirklich. Bis zum nächsten Video.